Was geht ab, Leute? Nerdlet Games hier, ein neues Jahr, ein weiterer Assassin's Creed Teil. Wir starten heute Assassin's Creed Unity. Los geht's. Ein Freund des Tempels. Florak, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Schon im Kerker verrottet. Ich verstehe es kaum. Man hat uns verraten. Zieht die Schwerter. Verteidigt den Tempel. Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit. Direkt in die Action. König Philipp geht schneller vor als erwartet. Sind andere Finger im Spiel. Der Papst? Die Assassinen. Assassinen? Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszulöschen. Wir erleben den Morgen nichts, doch halt ihr euch, retten wir den Orden. Was muss ich tun? Geht zum Turm, nehmt Schwert und Buch, versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Großmeister, geht! Wir sorgen dafür. Den machen wir kurz einen Prozess. Zack. Das Ganze wird übrigens in 60 FPS aufgenommen. Das ist super, super flüssig. Wenn ihr das genießen wollt, einfach Google Chrome runterladen oder ist das Ganze in 720p oder 1080p gucken, falls ihr Google Chrome schon habt. Stopp die Brücke! Halt! Verdammt! Ich muss irgendwie hinein. Dann da hoch! Durchs Fenster am besten wieder raus. Oh ja. Wow! Genießen wir das Assassin's Creed Feeling. Da hoch irgendwie. Ich muss mich da irgendwie dranhangeln von außen. Ja, ich hätte nicht springen sollen. Fuck. Ist nicht schlimm, hoch mit dir. Wir finden schon einen Weg. Über die Dächer sein muss. Ich will jetzt nicht komplett außen rum gehen, wer weiß, wer da steht. Joa, zufrieden. Kann sich hier aber fallen lassen. Ich da hoch. Wunderbar, hier wollte ich hin. Genau hier wollte ich hin. Das ist noch eine Etage tiefer. Fuck! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier sind wir genau richtig. Da, hinterher! Assassinen dieses Mal. Wo ist der blöde Assassine? Ich hab aus den Augen verloren. Hallöchen. Typisches Heuwagenmanöver, hä?
Oh, mein Freund. Oh, der ist schnell. Der ist schnell, der ist schnell, der ist schnell. Ich darf jetzt nicht über die ganzen scheiß Fässer gehen. Du hängst mich nie ab. Das ist so gut. Wahrscheinlich nicht gut genug. Komm, was los? Du willst dich Assassine nennen? Komm, einen gebe ich dir noch. Der hat mich geflasht. Das gibt's doch nicht. Oh, ich dachte, ich bin mit einem kompletten Assassinenkampf hier verwickelt. Nein. Oh, der Typ hätte leben können. Mistkäfer. Na, das ging schnell. Was zum Henker war das für ein Blitz? Papst Clemens, hört mich an. Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen. Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Ach. Seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpingt, hol mich raus. Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mach ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in Zahlen. Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz AD16 B13 I87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe anbringen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Na, damit bin ich komplett einverstanden.
Wow, einfach so ausgelöscht, hä? Arno? Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Und Arno? Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Keine Abenteuer. So. Hey, mein Opa ist auch so. Vielleicht spielen wir meinen Opa. Ich krieg dich und wenn ich dich kriege, spielen wir was. Das gibt Ärger und zwar eine Menge. Wie kann ich mit ihrem Kleid schneller sein? Wahnsinn. Ich wette, du klaust keinen. Dieb! Leg ihn zurück! Okay, unterbrechen Sie den Sichtkontakt um letzten. Kann noch so sagen. Alles klar. Weißt du, welche Strafe auf Stehlen steht? Die sind für seine königliche Hoheit, nicht für Gesindel wie dich. Bla bla bla. Verdammt, was zum Teufel geht hier vor? Oh. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn wir uns hier blicken lassen. Und das war's. Mit dem Mädchen sprechen. Wo ist die denn hingelaufen? Okay, hier rein. Nutzen Sie Ihre letzte bekannte Position, um Wachen von der Tür wegzulocken. Hm, habe ich nicht nötig. Hast du Ihre Apfelgesichter gesehen? Ich bin Arno. Elise. Ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Hör doch. Keine Bange, hier drin werden sie uns nie suchen. Es war meine Schuld. Ich habe den Apfel genommen. Mal sehen, wo die hingehen. Das hat nichts mit dem Apfel zu tun. Definitiv nicht. Mr. Franklin, ich hoffe, dass diese traurige Affäre eure Meinung von unserer Nation nicht beeinflusst. Eieiei, das ist aber ganz schön gefüllt. Elise. Vater? Und ihr müsst alle mal warten. Komm her, Kind. Sofort. Vater? Wahrscheinlich liegt der da. Arno, sieh mich an.
nicht ehrlich verlieren, also wirst du zum Dieb, du Bastard. Nur die Ruhe, Viktor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wäre die Welt gerecht, Viktor, dann gebe ich dir recht. Doch die Welt ist nicht gerecht. Dies ist Frankreich. Du bist ein toter Mann. Mach mal halblang. Du tust dir noch weh. Gerade habe ich noch mit deinem Bruder gesprochen. Hugo, hol die Maréchal. Warte doch mal. Hinterher, unsere Uhr, die Uhr von seinem Vater. Hol uns die Uhr zurück.